Aber damit wir jetzt mal nicht schamlos selber für McDonald's machen, gucken wir mal, was Burger King gerade so hat. Letzte Zeit, echt, ich weiß gar nicht warum, voller KFC-Freund, aber ich stehe mega auf Hähnchenfleisch. Boah, ja, der nächste KFC ist war mitten in der Stadt bei mir und das ist hammerweit. Ja, bei mir geht das, echt. Hat KFC eigentlich so ein Drive-Thru? Nicht, zumindest nicht am Rudolfplatz. Ist da eine Leiter dran? Von denen hätte ich Bock. Okay, es gibt gerade bei Burger King Extra Long Summer Barbecue, aber das ist wieder dieser Standard mit diesen komischen panierten Zwiebelringen. Summer Long Chicken. Boah, okay, Burger ist gestrichen. Aber Peter macht das jetzt vielleicht mal. Da war eine Leiter dran, ey, voll gut. Nix Gescheites. Wie mache ich den Sprung denn jetzt am besten? Da reinspringen. Okay. Ja, okay, Harley, kannst du wieder rausgehen, ist kein Ding. Ja, nee, das ist gerade nicht so, nee, Burger sind nicht interessant. Wieso, weil das ist geil. Also bei mir steht heute zur Auswahl entweder richtig geiles Gulasch, aber das Problem ist, dass wir halt nachher aufnehmen, heute Abend, und dann 3 Stunden quasi am Stück und ich müsste halt zwischendurch aufstehen, zumindest zum Rühren alle 15 Minuten. Leute, das geht ja gar nicht. Ja, aber wie willst du das machen mitten in der Aufnahme? Tja. Ja, das stimmt. Und dann gibt's halt noch, die Alternative ist halt, vielleicht Kassler im Blätterteig. Boah, war ja easy hier. Ja, und jetzt? Ja, wir haben die Redstone-Fackel schon längst, ne? Ja, aber die Tür muss doch irgendwie aufgehen. Ja, mit der Redstone-Fackel, die hier oben aus dem Loch gekommen ist. Achso, hier, dann pack die mal dahin. So, ja. Oh, lol. Da tut mir leid, Dennis. Du standst genau in Peter drin. Achso, du wolltest mich schlagen? Nee. Sag doch so was nicht. Peter! Nein! Peter! Und Spaß, ich finde dafür, dass du schon so lange wach bist, Hardy. Hörst du dich voll verschlafen an? Nö, geht eigentlich. Nö. Da werde ich beschossen. Aua. Oh, da werde ich beschossen, Mami. Guck mal, wie er mich anguckt. Ja. Das wird nichts, Peter. Nee, das wird doch nichts. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht so hundertprozentig, wohin mit mir. Ja, da ich um die Ecke. Da muss ich. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Das war aber gemein. Das war echt ein bisschen gemein. Das stimmt. Oh, ist ja geil. Oh, ist ja geil. Oh, ich hab's verkackt. Verdammt. Boah, war ich dumm. Okay. No problem. No problem. Hui. Oh, lol. Wow. So. Okay, was ist denn das jetzt hier für eine abgefahrene Scheiße? Dann warte ich hier mal auf euch. Bin sofort da. Holy fuck. Okay, wie geht das denn jetzt? Fick dich, Hardy. Oh, wie das nichts bringt. Mach mal öde. Ach so, lol, jetzt hab ich das verstanden. Du bist gefickt, wenn du da unten stehst. Ach so, lol, jetzt hab ich das erst verstanden. Ja, oh, kannst du schön sorry singen, Hardy. Oh ja. Also, wir gehen ja gerade nur einen der drei möglichen Wege, ne? Der Tunnel, der Tempel ist ganz schön groß, finde ich ganz schön geil eigentlich. Ja, wie die Titten deiner Mami. Oh nein, ja, ich brenne. Nur der Tempel hängt weniger. Ja, das stimmt. Ja, der ist schön straff und stark. Also aus den Brüsten von Peters Mutti kannst du eine Brezel formen, ey. Die Nippel sind die Salzstücke. Oh, cool. Guck mal, wie der angerannt kommt. Guck mal, wie er kommen wollte, du kleine Hure, ey. Na, ich bin gerade nice. Wieso warten wir eigentlich? Ich hab grad nochmal einen schönen Geheimgang. Hab ich gerade nochmal eine geheime Kiste gefunden, ne? Oh, das ist natürlich nice. Sehr geil. Was war denn da Geiles drin? Okay, das möchte ich dir nicht sagen. Noch nicht verraten. Komm, Peter, du gehst vor. Aber du bist ja mein Bro, Hardy, also kein Problem. Komm, Peter, du gehst vor. Okay, Peter, okay. Schlagen wir uns hier nicht. Okay, alles klar.
Aua, hast mich geschlagen. Aua, schon wieder? Nein. Was würdest du merken, wenn ich dich schlagen würde? LOL! Du bist so ein Assi, wisst ihr das? Okay, das war echt Assi. Das war Assi. So, Boss, Trap. Ach komm, wir gehen mal in die Trap rein. Ja, finde ich auch. Aber wir sollten noch auf Peter warten. Ja, wir sollten echt noch auf Peter warten. Peter braucht schon wieder so lange. Wo bist du denn? Ach Leute, jetzt musst du den Sprungkurs nochmal machen. Ich muss nochmal ganz von vorne anfangen hier. Oh, okay, sorry, das wusste ich gar nicht. Ich dachte, du müsstest immer durch das Feuer laufen. Ah, super. Leider nicht. Toll, Hardy. Jetzt warten wir alle wieder auf Peter. Ja, ich habe auch die Kiste gefunden. Ein bisschen zu spät. Leute, was gibt es denn heute bei dir Geiles zum Abendbrot? Bei mir? Ja. Ja, das ist eine gute Frage. Ich weiß nicht, bis wann nehmen wir denn auf? Bis jetzt erstmal bis Adventszeit vorbei. Nee, nicht jetzt. Nicht jetzt, nachher. Heute Abend. Ja. 3 Stunden, glaube ich. Oder 4. Weiß es nicht. Weiß ich nicht. Kommt halt drauf an. Also ich... Achso, du, ja, okay, ja, Abendbrot wäre dann vermutlich bei mir vor 18 Uhr und wird wohl auf etwas... Kaufbares, ja. Wo ist der Schalter? Oh, lol. Okay, Peter, ich glaube, wir haben es hart verkackt. Ja, echt mal, wo ist der Schalter? Ich glaube, wir hätten den nehmen sollen, der draußen ist und dann direkt einmal durchlaufen. Aber nee, nee, hier ist der Schalter. In jedem Raum ist ein Schalter. Oh, Mann. You have chosen the right door. You are learning very fast. Good for you. Only a joke. It's the wrong door. To come out of here, you need the 2 levers in the next room. I promise it's very easy. Echt, was geht denn ab? Moment, geh nochmal von dem Schalter runter, Hardy. Du aktivierst gerade jedes Mal das Ding. Wir müssen jetzt einmal kurz warten, bis er wieder quasi weg ist. Okay. Irgendwie geht das nicht weg. Als ich gerade auf den Schalter getreten bin, ist er zugegangen. Ist jetzt kaputt gespielt. Nicht durch. Shit, ist in dem Raum eventuell noch ein Schalter für die andere Tür hier? Vielleicht ist das nur so eine Fake-Tür. Was mich halt wundert, ist, ich habe seitdem wir hier schon drin sind, einen Lever in der Tasche. Lol. Ja, benutze ihn doch mal an der Tür. Aber der ist hier nicht vielleicht für die Tür. Ja, vielleicht für die. Ich glaube, ich habe den noch aus der alten Challenge. Ich glaube, die Lava ist hier nicht ohne Grund. Aber ja, da ist nichts drin. So. Das meintest du mit nicht ohne Grund. Ja. Ja. Könnte gut sein. Oh, lol. Du. Hui. Jetzt höre ich aber auch von hier schon. Also irgendwas haben wir da aktiviert auf jeden Fall. Ist ein bisschen verwirrend. It's a tube. It's a bait hier verwirrend. Ja, wir können einfach auf die Boss-Seite gehen. Ja, das sollten wir mal ausprobieren. So, hier ist auch dicht. Okay, ich warte kurz auf euch. Der Boss ist bestimmt obercool, ey. Ich glaube auch. So. Ich glaube auch, dass der Boss obercool ist. Yay. Müsste ja eigentlich ein Phantomreiter sein. Ja, jetzt, wenn das jetzt richtig authentisch machen möchte. Wie soll der denn jetzt hier einen neuen Mob reinkriegen in der Adventure? Das weiß ich nicht. Das werden wir jetzt sehen. Dann. Gar nicht. Place the 3 levers next to the doors. Moment. Welche 3 levers? Ja, stand doch draußen auf dem Schild, ihr Bongos. Nee. Das stimmt. Du kannst nur zu dem Boss gehen, wenn du die 3 lever hast.
Stimmt, da stand ganz am Anfang der Map. Ich erinnere mich. Ja, dann. Wer wieder hier? Ja. Ich frag mich, ob ich das hier kaputt gemacht habe. Ja, mach einfach mal. Irgendwie haben wir da was kaputt gemacht, glaube ich. Also da gab es halt auf jeden Fall so einen Gang. Okay, monsterlanger Gang irgendwie. Ja. Und da sind zwei Lieber drin. Wir haben es kaputt gespielt nur. Jetzt haben wir drei Lieber. Okay, alles klar. Und jetzt müsste man sich töten und dann zu dem Bossraum gehen. Wobei da stand... Na egal. Da stand, you need two levers to get out of here. Nur mal so zum Bedenken. Ja, machen wir es halt so. Ist ja egal. Ich frage mich, was in den anderen Anfangsräumen war. Ich hoffe, das werden wir noch sehen. Ist dir gerade eine Rüstung kaputt gegangen? Geht doch auch schon, Peter. Oh, stimmt. Ich bin fast... Oh, meine Rüstung ist quasi nicht mehr vorhanden. War nicht, dass wir uns jetzt wieder irgendwie einschließen. Das ist immer noch eine meiner liebsten Szenen in den Best-ofs. PV bei diesen... Oh, was geht hier ab? Hier ist ein Schalter, ne? Oh, lol. Oh lol, okay, cool. Den Boss hat er genommen. Das ist aber aus einem ganz anderen Spiel. Den Boss hat er genommen. Lol. Ach nö. Aus einem anderen Spiel. Gab's da einen Spawnpunkt? Das ist ja aus einem anderen Spiel? Ja, ich habe sogar für dich den Spawn gesetzt. Aus welchem Spiel ist denn das? Aus einem anderen Zelda zumindest. Ah, okay. Dann ist bis jetzt die geilste Challenge, hier in der Adventure Map war das bis jetzt. Ja, so richtig schön abwechslungsreich, wa? Ja, ab nach oben. Lol. Oh! Oh. Da hatte ich einen Guru-Sprung. So, was machen wir denn jetzt hier mit dir, du geiles Hähnchen? Jetzt habe ich auch Bock auf Hähnchen. So, hattest du eigentlich die Frage beantwortet, ob KFC einen Drive-Thru hat? Ja. Und was war die Antwort? Im Ernst, die haben keinen Drive-Thru? Was sind das denn für Bongos? Ja, die stehen halt mitten auf dem Rudolfplatz, wa? Wo willst du deinen Drive-Thru hinmachen? Ah, okay. Ich bin in der Fußgängerzone. Da habe ich ja schon mal ein Knöllchen gekriegt an der Stelle, weil ich da mit dem Auto durchgefahren bin. Ach so, der. Da ist ein KFC, Leute, den habe ich irgendwie noch nie gesehen. Das ist ja doch der einzige KFC, den ich kenne. Hä, wenn du dann Essen vom KFC holst, wie machst du denn das dann? Dann fahr ich mit meinem Auto in die Fußgängerzone. Parke da, geh bei KFC wieder zu essen, dann setz mich in mein Auto und fahr weiter. Wenn es genau ist. Ach komm! Alternativ packe ich auch manchmal auf dem Ring selber, wenn da ein Parkplatz ist. Aber das ist ja nicht immer der Fall, weil das ist halt der Ring. Ja, verständlich. Der eine Ring. Du hast ja eigentlich gewartet. Gibt es hier einen Spawnpoint? Ach cool, was ja, jetzt ist vorbei. Das Problem ist, ich würde jetzt ultra gerne einfach mal zurück zum Start der Challenge, um zu gucken, ob wir irgendwas übersprungen haben, was wir nicht überspringen sollten. Ach komm! Aha, die ist so ein Noob, wa? Wisst ihr, was ich nicht gemacht? Nee, habe ich nicht gemacht, nee. Der Hadi hat's nicht gemacht. Nicht gemacht. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, wer von euch an der Gamescom ist. Das würde mich mal voll interessieren. Oh ja, Gamescom, Baby. Weil hier ist beispielsweise auch noch eine Challenge, die wir und nicht voll, gemacht voll haben. Voll das Nischen-Event einfach nur. Ja, aber so sind wir. Wir haben uns halt eine kleine Nische ausgesucht, in der wir aktiv sind.